Willkommen zurück zum Steam Holiday Sale Guide 2014 mit mir Petrus von Creek.de. Und es tut mir leid, dass gestern ausgefallen ist, allerdings bin ich mehr oder weniger relativ spontan ins Kino gegangen und war dann so spät zu Hause, dass sich das gar nicht mehr gelohnt hat. Plus ich hatte gesehen, dass die Deals von gestern ohnehin im Grunde genommen nichts enthalten haben, was ich empfohlen hätte. Dementsprechend habe ich einfach mal drauf verzichtet. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Wir haben noch drei oder zwei Folgen vor uns, inklusive dieser hier. Und dann sprechen wir einfach mal darüber, was wir heute zur Auswahl haben. Und soweit ich was dazu sagen kann, werde ich das wie immer tun. Final Fantasy VII ist natürlich ein Teil aus einer sehr, sehr berühmten Reihe, die sehr beliebt war und ist. Ich persönlich habe Final Fantasy niemals gespielt, aber aufgrund der allgemeinen Anerkennung, die diese Reihe erhält, denke ich, kann man hier auch wieder nicht so viel falsch machen. Dann haben wir Lethal League, keine Ahnung, was das ist. Child of Light ist ein sehr schöner 2D-Plattformer mit RPG-Elementen, in dem Sinne, dass die Kampfsequenzen wie in einem RPG wie zum Beispiel Final Fantasy funktionieren. Und das Ganze ist, ich weiß nicht genau von wem, aber ich meine Ubisoft. Also ja, schauen wir doch einfach nach. Schätzen wir hier gar nicht großartig herum. Von wem ist es denn? Ubisoft, jawohl, ich habe mich nicht getäuscht, so eine Freude. Und das, was ich davon gesehen habe, ich bin zwar kein Freund von Plattformen, aber das hier sieht wirklich awesome aus. Also das würde ich sogar bei 60% Preisreduktion empfehlen. Ich bin ein großer Freund davon, dass Entwickler wie Ubisoft mittlerweile in diesen Markt vordringen und den nicht einfach nur irgendwelchen Indie-Developern überlassen, weil hier ist viel Platz für sehr kreatives Erzählen von Geschichten und das mit Preisen, die angemessen sind, nicht $60 oder 60 Euro, sondern 5,99 € bzw. 15 Euro für ein Vollpreisspiel. Finde ich sehr cool. Also hier, denke ich, kann man auch wirklich nicht allzu viel falsch machen. Was haben wir noch zur Auswahl? The Witcher 2 Assassin of Kings Enhanced Edition. Ich war nie ein Freund von The Witcher, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es auch ein relativ beliebtes Spiel ist. The Witcher 2 speziell ist eines der wenigen Spiele, die ich mal zurückgegeben habe, weil ich so überhaupt gar keine Freude daran hatte, wie das Ganze funktioniert. Meine Empfehlung bekommt es nicht. Zwar ist natürlich der Preis sehr attraktiv, aber ich mochte es wirklich von vorne bis hinten nicht. Die Mechaniken haben nicht richtig gut funktioniert damals, als ich es gespielt habe. Und so weiter und so fort. Dann haben wir Arma 3. Auch Arma, sehr, sehr beliebte Spielereihe. Auf Hyperrealismus ausgelegter Militär-Shooter, beziehungsweise eher eine Simulation. Auch das furchtbar beliebt. Ich bin kein Fan davon, weil ich in Actionspielen ehrlich gesagt am liebsten die Kombination aus Call of Duty und Arma mag. Und das ist nun mal Battlefield. Weil, sagen wir mal, für ein Spiel finde ich es spannender als 10 Minuten rumlaufen, mich dann von irgendjemandem erschießen lassen, weil er schon ungefähr 500 Stunden auf einem Spiel hat und mich halt eben sieht und ich keine Ahnung, worauf ich achten muss. Also, nicht für mich, aber weiß nicht. Dann haben wir Lichtum Battle Mage. Das war, bin ich ganz sicher, ob das ein ziemlicher Reinfall war und ein ziemlich gutes Spiel. Ein Indie-Spiel auf jeden Fall. Es ist relativ gut bewertet und ich glaube, hier ging es darum, dass man möglichst große Freiheit hat, als Magier mit seiner Angriffsoption und Zauber selber frei kombinieren kann und so. Aber solche Dinge klingen immer ein bisschen besser in der Theorie, als sie dann tatsächlich in der Praxis sind. Dementsprechend könnte das hier ein Reinfall sein. Allerdings 75% Reduktion. Der Preis ist mir immer noch ein bisschen zu hoch, aber könnte man sich möglicherweise anschauen. Dann haben wir Metal Slug 3. Ich hab's und habe keine Ahnung, was es ist. Dementsprechend keine Äußerungen dazu. Wasteland 2 ist ein das ist so ein rundenbasiertes Strategiespiel im Stile von nicht Commandos, sondern Jack the Lions. Derartige Spiele. Bin ich ganz sicher, ob ich das was sagt, aber für mich auch wieder nix. Ich bin ein bisschen fasziniert, dass hier Fallout 1 und 2 genannt sind, aber scheinbar waren Fallout 1 und 2 nicht First-Person oder Third-Person-RPGs wie der dritte Teil.
sondern auch irgendwas von oben und keine Ahnung, isometrisch. Sondern haben wir The Forest und das ist, ach, Open World Survival Horror, in die wahrscheinlich noch Early Access Bullshit. Bist du noch Early Access? Nein, ich glaube gar nicht. Doch. Nein, Möb, kein Interesse. Dementsprechend eine Empfehlung. Dann haben wir die New Deals Every 12 Hours und hier wird es dann spannend. Spec Ops The Line ist ein Actionspiel, ein bisschen shooterig, allerdings über die Schulter, The Third Person. Und das Ganze für 3,99 € ist ein Spiel, das dazu gedacht ist, den Spieler zum Denken anzuregen. Und ist ein Spiel, das dieses komplette Genre und Krieg im Allgemeinen sehr, sehr kritisch sieht. Ich selbst habe es nie durchgespielt, wollte das unbedingt nochmal machen. Also ist auf jeden Fall auf meiner Liste von Zeug, was ich noch spielen will, womöglich dann auch mit euch. Und das würde ich empfehlen. Dann haben wir Pixel Piracy Open World. Ich glaube, auch das ist noch Early Access. Wir hatten es mal vorgestellt, kurz in einem Beta-Blick, glaube ich. 1,99 € kann man nicht viel falsch machen. So großartig fand ich es nicht. Ist auch wieder besser in der Theorie als in der Praxis. Hier haben wir jetzt aber was, was ich uneingeschränkt empfehlen kann, nämlich Overlord 2 für 2,24 €. Ultra super tolles RPG, in dem man den Bösewicht spielt. Eventuell ist sogar eine Overlord Complete Collection. Jawohl, für 4,90 €, da würde ich nämlich die empfehlen. Da ist Overlord der normale, Overlord Raising Hell, die Erweiterung vom ersten und Overlord 2 drinne. Da kriegt man das meiste für sein Geld, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier Dragon Age Origins Ultimate Edition. Wer nicht weiß, was das ist, möge bei Miss Lizzie vorbeischauen, die hat das gespielt. Und sehr, sehr gutes RPG. Sehr tief und ich mag keine Gruppenverwaltung in meinen RPGs, da bin ich kein Freund von. Dementsprechend liegen mir eher so Sachen wie The Elder Scrolls, wo ich maximal jemanden hinter mir herlaufen habe, um den ich mich nicht kümmern muss. Aber ich denke, für Leute, die vor der Gruppenverwaltung nicht zurückscheuen, ist Dragon Age Origins auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel für 5 €. Absolute Empfehlung. Dann haben wir hier Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Als jemand, der alle Sherlock Holmes Bücher gelesen hat, nahezu alle Sherlock Holmes Serien gesehen hat, die in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren rausgekommen sind. Für mich noch ein ziemliches Muss. Das Ganze ist so im Stile von L.A. Noire, ohne die Action-Passage und Murdered Soul Suspect. Also man versucht, 6 verschiedene Fälle als Sherlock Holmes zu lösen. Und das Ganze sieht ziemlich spannend aus. Ich weiß nicht, ob es das schon jetzt wert ist. Ich würde persönlich es mir nicht leisten. Und lieber warten, bis es entweder der Grundpreis sinkt oder das Spiel an sich noch besser reduziert kommt. Dann haben wir Pandora First Contact. Keine Ahnung, was es ist. Dementsprechend keine Aussage. Dann haben wir bei der Communities Choice haben wir kein einziges Spiel dabei, sondern nur irgendwelche Designer-Geschichten, Music Maker Premium zum Beispiel. Wer sich das holt, möge mir bitte Bescheid sagen. Ich brauche immer noch kostenlose Dubstep und Drumstep-Musik für eventuell Hintergrundkram. Okay, dann haben wir die Yesterday Deals. Sprechen wir auch noch schnell über die, nachdem ich die jetzt nicht angesprochen habe und auch nur eine einzige Empfehlung aussprechen würde. Theoretisch zwei. Ach ja, ich sehe schon. Wir machen drei, aber eine muss ich wieder streichen. Und wir sprechen nur über die Sachen, die ich empfehlen wollen würde. Das ist nämlich Don't Starve. Sehr, sehr cooles Survival-Spiel von oben. Mit wunderschöner Grafik. Auch hier Miss Lizzie LP anschauen. Die hat da sich mit auseinandergesetzt. Dann haben wir natürlich Man of War Assault Squad 2. Ich habe es gerade erst kürzlich in einem Was ist vorgestellt. Und jetzt gerade ist es auch direkt reduziert. Meine Empfehlung auf jeden Fall. Ich würde gerne Left 4 Dead 2 empfehlen. Allerdings gibt es in Deutschland nur die Low-Violence-Version und die ergibt schon, macht einfach deutlich weniger Spaß, weil Zombies sollte man doch schon auseinanderbröseln können und nicht einfach nur verschwinden lassen, wenn man sie gekillt hat. Dementsprechend keine Empfehlung, auch wenn es ein super cooles Koop-Spiel ist. Und The Stanley Parable haben wir auch zusammen gespielt. Würde ich theoretisch empfehlen, die Wiederspielbarkeit ist sehr niedrig, aber ich denke mal, 4 Stunden bekommt man hier auf jeden Fall raus. Aber schaut euch kein Let's Play davon an, wenn ihr spielen wollt, weil das spoilert nahezu alles. Okay, dann. Hier unten müsste noch irgendwo was sein. Da sind die Deals ending soon. Mafia 2 im Stile von L.A. Noire bzw. GTA. Allerdings halt eben Mafia
Style auch. Das würde ich empfehlen, auch wenn ich immer noch den Preis ein bisschen zu hoch finde. Dann haben wir Reus, das haben wir gemeinsam gespielt vor ganz, ganz langer Zeit. Da auch einfach mal im Kanal schauen. Hätte meine Empfehlung für 1,99, da kann man eine Weile mit verbringen. Dann haben wir irgendeinen DLC für Magic 2015, wer das spielt, kann man sich jetzt wahrscheinlich mal holen. Dann haben wir Minimum, keine Ahnung was das ist, dementsprechend keine Aussage. Und Alice Madness Returns, ein Spiel, was ich unbedingt mit euch nochmal spielen will. Ein Adventure-Action-Spiel-Plattformer-Mix. Und 2,49 €, ja hier kann man nichts falsch machen, das hätte auch meine Empfehlung. Und Tales from the Borderlands, a Telltale Game, also ein Spiel im Stil von The Wolf Among Us und The Walking Dead. Und dieses eine Game of Thrones Spiel, was sie jetzt auch gemacht haben, also ein Click-Text-Adventure-artiges mit ein paar Quick-Time-Events im Setting von Borderlands. Das könnte für Borderlands-Fans interessant sein, finde ich aber deutlich zu wenig reduziert und die Spiele sind so repetitiv. Weiß nicht, ob sich das unbedingt lohnt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, wem es gefallen hat. Like da lassen, wir was zu sagen, dann kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. An alle, die jetzt noch zuhören, ich wünsche euch schon mal prophylaktisch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke, ich bin morgen Abend da, mache dann auch ein Video wieder, eventuell streame ich sogar ein bisschen. Wenn ich streame, dann haue ich ganz kurz ein Video bei YouTube online, in dem ich sage, ich streame dann jetzt und mach's, aber ich verspreche erstmal nichts, weil ich weiß noch nicht so genau, was ich eigentlich genau machen werde. Und dementsprechend nagel ich mich nur auf das Video zu den Steam Sale Angeboten fest. Und wir sehen uns dann wieder. Ich sage euch auf jeden Fall nochmal direkt ein frohes Neues, aber für alle, die morgen keine Zeit haben, jetzt nur dieses Video sehen, kommt gut rein. Und dann am 1. kriegt ihr nochmal ein frohes Neues gewünscht. Für diejenigen, die dann schon ihren Rauch ausgeschlafen haben. Und bitte, 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 bitte sprengt euch nicht die Finger weg. Das echte Leben ist leider kein Videospiel, in dem ihr euch generiert, solange ihr euch hinter einer Kiste versteckt für eine Weile. Dementsprechend Vorsehen ist das Gebot der Stunde. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis morgen. Tschüss.